Hi ho und willkommen, meine lieben Zwergenfreunde, zur dritten Staffel von Dwarf Fortress. Ja, die zweite Staffel liegt schon eine Weile zurück und deswegen freue ich mich jetzt schon auf die dritte Staffel endlich. Wie man sehen kann, hier an dem Play spielen wir jetzt nicht Standard Dwarf Fortress, sondern das Masterwork Modpack. Kurz mal, was das Masterwork Modpack ist. Einfach nur eine riesengroße Sammlung von noch mehr Zeug, was einfach mal so ins Spiel reingeworfen wird und für noch mehr Fun sorgt. Neue Völker, neue Gebäude, neue Gegenstände, neue Monster. Ja, das wird lustig werden. Viel Fun wartet also auf uns. Und wie man sehen kann, da bereits der Play-Button, also der Play-Antrag vorhanden ist, habe ich das World Generator schon mal übersprungen. Das ist einfach aus dem Grund, dass es nicht so lange dauert, bis wir endlich einsteigen können. Das Einzige, was sich an dem Virgin ändert zur ersten Staffel, also da habe ich es ja gezeigt, wie man das am besten einstellt, ist, dass die Welt am besten mindestens Medium sein sollte, also nicht mehr Small. Weil wir jetzt einfach mittlerweile so viele Völker haben, die kriegen wir auf eine Small Map nicht mehr drauf. So, aber ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los mit Play Dwarf Fortress. Jetzt dauert es wieder mal ein bisschen, bis die Map kommt. Das ist aber natürlich für Dwarf Fortress. Das ändert auch das Masterwork Modpack nicht. Ja. Müssen wir kurz warten. Und da sind wir auch schon. Gut. Wie man sehen kann, hier, die Welt ist schon ein bisschen größer. Also sie passt nicht mehr ganz so sehr auf einem Bildschirmteil drauf. Ja. Ich zeige euch mal kurz die Nationen. Also Zwerge kennen wir ja natürlich. Goblins kennen wir. Elfen und Menschen. Und hier müssten auch irgendwo noch Kobolde sein, genau. Wobei wir Kobolde ja nur von den Snatchern kennen, die Kinder entführen. Entschuldigung, so. Aber wie man sehen kann, sind verdammt viele andere Völker noch dazugekommen. Banshees, Zentauren, Orks, Gnome, Nagas, Sukubi, Dunkelelfen, Dwarfs, Werwölfe, Automaten, also so Maschinenvolk, also Golems und so weiter, und Warlocks. Ja, also mehr als das Doppelte ist hinzugekommen nochmal an Völkern. Also statt 5 haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wobei ich eigentlich dachte, dass es 16 sein müssten, aber okay. Geben wir uns mal mit 15 zufrieden. So, wir können uns zwischen zwei Nationen entscheiden. Einmal der kleinen Nation hier oben. Wobei das Problem ist, hier in der Gegend von der Nation ist schon alles vollgebaut. Und zu weit vor unserer Nation möchte ich mich natürlich nicht entfernen. Zumal hier nichts Gescheites ist, außer Menschennation. Deswegen entscheide ich mich für die Nation hier unten. Die etwas größere. Die ist allerdings mit den Sukubi im Krieg. Wie man hier sehen kann. Also soll es aber allerdings nicht so viel ausmachen sollte. Da die Sukubi eh böse sind. Ja, gut. Ich mache den Embark nochmal im Video, ganz einfach deswegen, weil mich jemand in den Kommentaren zur zweiten Staffel darum gebeten hat, das Ganze ein bisschen mehr Tutorial-mäßig zu machen, da Dwarf Fortress sowieso ein kompliziertes Spiel ist. Und da sich schon bei der Masterwork wird was beim Embark ziemlich ändert, steige ich dort ein, weil man kann jetzt schon im Embark ziemlich mehr falsch machen als bei Vanilla im Standard. So, ich habe bereits schon mal ein ungefähres Gebiet ausgesucht, wo wir embarken wollen. Und zwar hier in diesem Tal hier. So sind wir am weitesten abgeschirmt von den gegnerischen Festungen hier. Also das sind die lilanen Kleiderschränke.
Und diese Statuen und Brunnen hier, das sind unsere anderen Zwergenfestungen. Also hier in dem Gebiet wollen wir uns niederlassen. Den ersten Fehler, den man machen kann, wobei das nicht ein Fehler ist, man muss halt ein bisschen achtsamer sein, ist die Tiefe der Erde. Also je tiefer die Erde ist, desto tiefer muss man erstmal graben, bevor man auf ordentlichen Stein stößt, der durchgehend Stein ist. Und die Chance geringer ist, dass man nochmal auf Erde stößt, was das Bauen ein bisschen schwieriger machen kann. Gerade später, wenn man dann in Caverns stößt und sich die Sporen verteilen und wenn man die Wände smoothen und engraven will, das geht ja mit Erdwänden gar nicht. Die müsste man dann noch durch normale Wände ersetzen, was viel Arbeit ist, wenn man zu viele Erdwände hat. So, deswegen gucken wir darauf, dass wir höchstens Deep Soil haben. Wenn wir Very Deep Soil haben, müssen wir halt tiefer graben, bevor wir mit der Festung anfangen. Aber hier in der Gegend gibt es Deep Soil. Hoffe ich mal. Gucken wir mal. Ja, sieht gut aus. Also wir könnten zum Beispiel hier embarken. Gucken wir mal kurz auf die Ebenen. Ja. Hier sind zwar nur Slopes, das heißt, das Land ist ziemlich flach. Was aber nicht so viel ausmachen dürfte. Dann graben wir halt etwas tiefer, bevor wir uns mit Mauern einrichten. Ich habe eh mir neue Pläne überlegt, wie man das am besten alles macht. Aber wir können uns doch umgucken, wieso hier die anderen Gebiete sind. Hier zum Beispiel wäre es 5. Gucken wir uns mal hier den Fluss an. Ups, falsche Taste. Hier wäre auch Deep Soil. Shallow Metal, Deep Metal, Flagstone. Also Shallow Metal, für die, die es nicht wissen, das bedeutet Metall in den oberen Schichten. Deep Metal bedeutet Metall in den unteren Schichten, also dass wir da Erze finden werden. Es gibt auch Metals, das heißt, es sind mehrere verschiedene Metalle, die wir dort finden werden. Hier ist es wahrscheinlich hauptsächlich ein Typ in den oberen Ebenen und ein anderer Typ in den unteren Ebenen. Genauso Flagstone. Das könnten wir, also wir könnten uns hier niederlassen. Hier scheint es auch ruhig zu sein, also Surroundings calm. Wir haben Other Vegetation Thick, was wichtig ist in der Masterwork Mod, damit wir uns Notfallalkohol brauen können. Stark bewaldet ist okay, weil wir Holz brauchen, gerade am Anfang auch für Fässer, Betten und so weiter. Und es ist warm. Das bedeutet einfach, unser Fluss friert im Winter nicht zu. Was schon beim Vorteil ist, dass unsere Zwerge nicht aus Versehen übers Eis laufen und dann absaufen, wenn es schmilzt. Ja, also hier könnten wir embarken. Klippen sind Medium, sind Fünfer Klippen. Das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich denke mal, wir embarken hier einfach und lassen es drauf ankommen. Aquifers habe ich übrigens ausgestellt. Das kann man in der Masterwork Mod auch immer noch machen, weil ich finde, Aquifer ist einfach nur nervig. Die sind vielleicht für private Spiele, wenn man eine Herausforderung will, ganz gut, aber nicht fürs Let's Play. Also, dann sage ich mal, embark. Ja, ich will hier embarken. So, wir preparen unsere Journey wieder carefully. Ich mache nicht die, nehme keins von den Presets. So. Okay. Erstmal haben wir hier unsere 7 Zwerge, natürlich. Und ja, die Zahl ist komisch gewählt. 7 Zwerge, die alleine in die Welt rausziehen. Wer das kennt. Wir haben 0 Punkte übrig. Also die Punkte brauchen wir zum einen, um unsere Zwerge zu skillen. Man sieht, jeder Zwerg hat 10 Skill Points. Also jeder Zwerg kann 10 Skill Points vergeben, aber dafür brauchen wir auch noch normale Embark-Punkte. Die sind alle hier drüben in unserem Inventar verbaut. Dort können wir erstmal alles rausschmeißen, was wir nicht brauchen. Also nicht brauchen tun wir schon mal die ganzen Holzsachen hier unten. Die könnten wir sofort oder fast sofort selber herstellen, noch in dem ersten Quartal. Also in der Frühlingszeit, wenn wir sie brauchen. Netherquivers brauchen wir auch nicht. So. Bloated Tubers sind Pflanzen, die wir verkochen und verbrauen können. Die brauchen wir auch nicht. Zumal sie recht teuer sind. Also wir bauen nachher unsere eigenen Pflanzen an und sammeln, um uns über Wasser zu halten, eben Pflanzen aus der Wildnis ein. Deswegen habe ich gesagt, wir sollten gucken, dass wir andere Vegetationen ziemlich gut haben. So.
Meat und Pond Turtle bleibt, also Meat ist Fleisch. Pond Turtle ist eben eine Fischsorte, eben also eine. Ja, Pond, eine Tümpelschildkröte. Oder eine Grabenschildkröte, wie man es nennen möchte. Die behalten wir mal, die beiden Sachen. Wie man sehen kann, steht hier nur noch Meat. Also diejenigen, die Vanilla kennen, es gab da Dog Meat, Chicken Meat, Great, Mammut Meat und so weiter. Das ist jetzt alles hier in der Masterwork Mod einfach als Meat zusammengefasst. Also um das ein bisschen performanter zu halten und übersichtlicher sind bestimmte Sachen wie das Fleisch, das Leder und das Holz einfach zusammengefasst worden. Das kann man allerdings, wenn man will, kann man es ausstellen. Für diejenigen, die die Übersicht nicht mögen. So. Wir können den Iron Anvil noch rausschmeißen. Den brauchen wir nicht. Copper Picks. Die lassen wir mal drin. Die brauchen wir beide. Aber die Copper Battle Axes kommen beide raus. Warum, erkläre ich nachher. So, der Alk kommt. Obwohl, schmeißen wir die Picks auch erstmal raus. Dass wir hier oben nur die Samen stehen haben. Den Wein, den Alkohol werfen wir auch raus. Wenn wir nehmen nur zwergischen Alk mit. Nachher. So. Jetzt zu den Samen. Also wir haben jetzt, man sieht, wir haben jetzt nur noch das Essen und die ganzen Samen hier, die von dem Prepared Journey Carefully vorgegeben sind. Mindestens die Hälfte davon brauchen wir nicht, da wir die Samen hauptsächlich unterirdisch anbauen, aber vieles hier von der oberirdisch angebaut werden kann. Also zum Beispiel Woodstock Bulbs, die wir auch gerade hier unten als Pflanzen hatten, die wachsen nur oberirdisch, die brauchen wir nicht. Können raus. Tree Acorns, das ist auch in der Masterwork Mod neu, sind Baumsamen. Wir können also unsere eigenen Baumfarmen bauen. Tree Acorns brauchen wir allerdings auch nicht. Genauso wenig wie Strawberry Seeds, die auch nur überirdisch wachsen. Steel Oak Acorns brauchen wir aus zwei Gründen schon mal nicht. Erstens sind sie sauteuer, wie man sehen kann. Und zweitens wachsen sie auch nur überirdisch. Shadowleaf ist was Neues. Das wächst sowohl ober- als auch unterirdisch und wird hauptsächlich für Öl und Gifte benutzt. Und da das nur eins kostet, lasse ich die fünfmal drin. Ropeweed Seeds wachsen auch nur oberirdisch und das ist die Textilpflanze fürs Oberirdische. Die brauchen wir also auch nicht. Genauso wie Redweed Seed, was wir nicht brauchen, weil man dann daraus nur Abwasserbrühe brauen kann. Quarrybush Spawns, das sind die ehemaligen Rocknuts, also die wurden einfach der Einfachheit halber umbenannt in Quarrybush Spawns, sind aber immer noch dieselben Pflanzen, also Steinnüsse. Prickleberry Seeds, die brauchen wir auch nicht. Mugwort ist was Neues, was unterirdisch wächst, deswegen behalten wir das mal. Cobalt Bulb Seeds wachsen auch nur überirdisch. Iron Bark Acorns brauchen wir auch nicht. Hidewood wächst auch nur überirdisch. So, Fungiwood Spores und Spore Tree Spores sind unsere neuen, unsere unterirdischen Baumfarmpflanzen. Also Fungiwood und Spore Trees, die können wir selber anbauen, deswegen behalte ich die 5 hier auch mal jeweils. Auch wenn es ein bisschen teuer ist, aber das brauchen wir. Fischerberry Seeds können weg, genauso wie Bloated Tubber, Bladeweed und Bitterwood. So, und die Indigo Flowers. Bei den meisten sieht man hier schon mal, dass da Spots dahinter steht. Das heißt, die Sachen wachsen unterirdisch. Also Plumpelmet Spots sind unsere wichtigste Pflanze. Die stellen wir mal auf 10. Denn die können wir verkochen und verbrauen und wir sollten einen schönen Vorrat immer von Plumpelmets haben. Sweet Pots sind unsere süßen Pilze, aus denen wird Whisky gebraut und Sirup gemacht. Quarrybush können wir halt Blätter sammeln, die wir verkochen können. Und die Samen könnten wir zu einer Paste pressen, also zu einer Rocknut-Paste. Pigtail ist unser Untergrund-Textilstoff, also den können wir ebenso gut verbrauen. Aber wir können ihn auch zu Stoff spinnen. Dimple Cups können wir zum Färben benutzen und Caveweed können wir ebenso verbrauen.
Oder halt Mehl draus machen. Gut, soviel zu den Samen. Jetzt tun wir mit der Endtaste neue Sachen hinzufügen. Das erste, was wir brauchen, sind Picks. Also wir können hier mal eingeben, Pick. Und dann werden uns alle Picks aufgelistet. Und zwar nehmen wir die billigsten Picks, ganz einfach, weil das gar keinen Unterschied macht, welche Picks wir nehmen zum Graben. Das hängt eher vom Skill der Miner ab. Also Copper Picks, nicht Copper Battle Picks, weil wie man sehen kann, sind die schon mal 16 Punkte teurer. Und die 16 Punkte, die können wir auch woanders reinstecken. Also nehmen wir Copper Picks, zwei Stück, dass wir zwei Miner von Anfang an haben. Und als nächstes brauchen wir eine Axt, also eine Axt zum Holzfällen. Und das ist auch der Grund, warum ich die Copper Battle Axe rausgeschmissen habe, die 68 kostet, weil es auch eine Copper Shopping Axe gibt, also extra eine Holzfäller-Axt, die nur 36 kostet, also 32 billiger ist. So, das zu unserem Werkzeug. Jetzt brauchen wir als nächstes Drinks. Dwarven Wein. Drinks, Dwarven Wein, Dwarven Rum. Ale und Bier. Also ja, der Rum wird wahrscheinlich aus... der Rum wird aus den Sweet Pots gemacht. Der Wein aus den Plum Pebbles. Das Ale aus den... aus dem Pigtails und das Bier aus dem Cave Weed. So, diese drei Sorten, vier Sorten Wein, Bier können wir mitnehmen. Und die stellen wir jetzt so ein, dass wir insgesamt mindestens 100 Bier haben. Also alles mal auf 25. So, weil wir brauchen sehr viel Bier. In Vanilla war es so, jeder Zwerg hat pro Jahr vier Alkoholeinheiten, nenne ich es jetzt mal, verbraucht. Und nur zwei Essenseinheiten. Deswegen bräuchten wir theoretisch halb so viel Essen wie Alkohol. Aber da wir ja auch Migranten bekommen werden mit der Zeit, brauchen wir sehr viel von beidem. Schon vom Anfang an. Deswegen würde ich fast sogar bei beidem es auf 30, das jeweils auf 30 stellen, dass wir 120 haben. Und Meat und Pond Turtle auf 20 jeweils. So. Damit haben wir erst einmal genug zu essen. Auch wenn es nur nicht die Hälfte ist, sondern nur ein Drittel. Aber damit dürften wir eher klarkommen, als mit zu wenig trinken. So, wir haben unsere Samen, wir haben das Essen, wir haben unsere Werkzeuge und das Trinken. Wir könnten jetzt theoretisch noch Stoff mitnehmen für Notfälle. Aber den könnten wir auch gleich in der ersten Karawane kaufen. Also das können wir uns sparen. Die 7 Punkte, was Cloth kostet. Da 7 Punkte. Genauso gut könnten wir uns Dings Ropes mitnehmen. Die kosten aber 10 Punkte, um unsere Haustiere dran anzubinden. Das können wir ebenso gut über... über Pace-Schuss lösen für den Anfang. Ja, was uns zu den Haustieren bringt. Das letzte, was wir noch mitnehmen müssen. Und zwar, wie man hier sehen kann, wurde für die Zwerge alles verändert. Und was man hier auch noch sehen kann, dank der Masterwork, dank dem Grafikpack, werden mir jetzt endlich beim Aufnehmen die richtigen Symbole angezeigt. Im Starter-Pack war es ja leider so, dass ich einen bestimmten Modus einstellen musste, um aufnehmen zu können. Und der hat mir halt die Symbole hier verkorkst. Hat mir also aus weiblichen Zeichen Säcke gemacht und aus männlichen, aus männlichen Zeichen Säcke und aus weiblichen irgendwas anderes. Ja, aber jetzt sieht das alles wieder richtig aus. Gut, wie man sehen kann, eigentlich nehme ich normalerweise 6 weibliche Hunde und 2 männliche Hunde mit. Aber, wie man hier sehen kann, ja, ich fahre jetzt hier einfach mal so schnell drüber, weil hat keinen Sinn. Es gibt hier keine Hunde. Es gibt auch keine Katzen.
Also diejenigen, die sich drüber freuen werden, dass es keine Katzen mehr gibt. Juhu.